Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Und ihr seht auch, der Kevin ist natürlich wieder mit dabei. Wie soll es auch anders sein? Hallihallo. Ja, und der Kevin ist gerade dabei, hier uns eine Treppe nach unten zu bauen, denn wir haben die Nacht in unserem... Ich bin runtergefallen. Ja, Kevin ist runtergefallen. Macht aber nichts. Ja, schön. Ich bin runtergefallen. Gut. Die nehmen wir mit. Kevin hat versucht, uns eine Treppe zu bauen. Es hat nicht funktioniert. Wir sind trotzdem verletzungsfrei runtergekommen. So. Gehen wir raus? Ja. Wir werden jetzt erstmal die Zombies da draußen jagen. Uah. Uah. Na, ich weiß ja nicht, wo sie sind. Achso, ja. Stimmt. Ist natürlich richtig. Erstmal schreien und laufen und dann... Wo war der Weg? Wo war der Weg? Wo war der Weg? Hier, wo ist der Weg? Lass uns mal zum Weg. Ich such den Weg. Und bei mir? Bist du? Achso, du hast mich aber nicht getrackt. Ja, sehe ich gerade. Hinterm Haus. Ja, das sind auch Zombies. Ja, oh. Da. Richtung Sonne. Ja. Der Sonne. Oh. Verdammt. Ich bin direkt am See. Verdammt, wo ist der blöde Weg? Was, du bist am See? Ja, ja, ich kann jetzt aber auch gerade nicht tracken, weil ich hier ein paar Zombies am Arsch habe. Sehe dich aber auch gerade nicht. Ich laufe hier zwischen den Felsen rum. Ach, ich sehe dich ran. Ja? Links von dir. Hinter das Haus, wo die Tür ist. Boah! Meine Stamina ist im Arsch! Nicht sterben, Junge. Nicht sterben. Ich muss jetzt erst nochmal weg. So, es geht schon wieder total chaotisch zu. Gleich zu Beginn der Folge. Oder? Ich kann dich nicht tracken. Bist du eigentlich mittlerweile bei mir? Nein, ich kann dich nicht tracken. Na, ist ja erstmal egal. Komm doch erstmal zu mir. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Na, ihr habt doch gesagt, links von dir. Ah, da ist der Weg, da ist der Weg, da ist der Weg. Ah, ich sehe dich, da bist du. Da, ja, da, da. Ja. So. Hätten wir auch das geklärt? Gut, dann lass uns doch mal... Ja, die Frage ist, nehmen wir die Zombies mit? Ja, nehmen wir sie mit. Ein paar zumindest. Boah, ich bin gestunt. Hilfe! Geh weg! Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Huh, geh weg, geh weg, geh weg. Die haben eine ganz schöne Reichweite. Der ist down. Ah, ich bin schon wieder gestunt. Hilfe, 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 Hilfe. Brauchst du Medic oder hast du was? Ich hab Medikit dabei. Ich hau mal ganz schnell ins Rund. Da kommt schon wieder Warte, einer. Warte, pack in Spider, in Spider, in Spider. Den am Boden zuerst. Okay. Gut, der ist down. Nein, der ist noch nicht down. Dann immer drauf da. Hä? Der wird mir aber angezeigt als down. Ja, ja, aber der wackelt hier noch durch die Gegend, deswegen. Lass ihn wackeln. Looten. Ne, looten. Er ist alle wechseln. Ja, ja. First Aid Bandage, Grain Alcoholic. Ja. Da kommt der nächste. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt ab. Ich habe nämlich nur noch 11 Pfeile. Ja, weg. Ich will mir jetzt gar nicht so lange mit den Zombies aufhalten. Ja, besser, so, wenn man. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade auf dem Rückweg zu der Straße. Genau. Wo wir herkamen. Ah. War schneller. Warte mal. Achso. Weil, wenn wir nämlich noch jagen wollen, brauchen wir auch noch ein paar Pfeile. Ja. Und hier sind richtig, richtig viele Zombies.
Ja, das gefällt mir auch nicht wirklich. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Hast du die Einstellung hochgesetzt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Aber ich glaube, ich werde es nach dieser Folge nochmal kontrollieren. Ja, das wäre, glaube ich, besser. Denn wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass wir bewusst nicht die extremsten Einstellungen gewählt haben. Einfach um dadurch die Möglichkeit zu haben, euch ein bisschen mehr zu zeigen oder mehr Ruhe zu haben, um euch ja die einzelnen Funktionen vom Spiel, was kann ich überhaupt machen, wie funktioniert das Ganze, in Ruhe zeigen zu können und erklären zu können. Ja, lass uns mal kurz ein bisschen langsamer machen, um Stamina ein bisschen Ja, aufzuladen. bin ich auch gerade bei. Aber Deshalb hier sind echt viele Zombies. haben wir nicht gerade die höchsten Einstellungen gewählt. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die hochgesetzt wurden. Aber wir werden das dann, denke ich, doch mal kontrollieren. Ja, weil Da das kommt. ist echt ein bisschen zu viel für die Einstellung, die wir eigentlich haben. Genau, so ist es. So. Da ist ein Auto. Das sind aber auch. Das hatte ich schon. Das sind aber auch Zombies. Ja, das hatte ich auch schon. Von daher weiter. Ja, hier laufen wir erstmal durch einfach. Ja. Ich würde sagen, der nächste Ausflug ist auf jeden Fall erst, wenn wir Kaffee haben. In diesem Sinne nehme ich doch mal einen Schluck. Ach, du hast Kaffee. Habe Ja. ich ein Bier? Nee, habe ich Nee, nicht. ich spreche jetzt gerade ein Real Ach so. Life Ach Coffee. so. Na gut, okay. Ich meinte eigentlich Ingame, aber okay. Ach so. Ja, du Weil weißt doch, dadurch verbrauchst du keine Stamina. man muss bei der Aufnahme immer ausgerüstet sein. Ja, das stimmt. Aber das ist ein echt großer See. Das Ja. ist ja eine Doppelinsel. Die ist allerdings wirklich ziemlich Schön auch hier, cool. muss ich Oh, sagen. ja, verdammt. Ja, oh, verdammt, noch ein Zombie. Ich hoffe halt, dass wir bald mal auf eine Stadt treffen oder so. Achtung, Zombie. Ja, mal weg. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht insgesamt. Oh, meine Stamina ist am Boden. Ja, meine auch. Wir müssen uns kurz diese verdammten Zombies ein bisschen vom Hals schaffen. Ich würde auch sagen, Kevin, dass wir vielleicht ein bisschen links und rechts von der Straße in der Wiese laufen, um vielleicht das ein oder andere Vogelnest zu entdecken. Könnte Bezüglich man Federn. tun. Ich nehme aber erst das Auto da vorne. Ja, von mir aus. Ich bin hier schon Hier ist mal ein Haus. in der Wiese unterwegs. Wahrscheinlich ist der erste Kommentar dann gleich, du hast bei 6, 8 Minuten 20, kaum sage ich, schon ist da ein Vogelnest. Ein Hier sind Vogelnest übersehen. zwei Häuser bis jetzt. Vielleicht ploppt eine Stadt auf. Hier könnte auch ein Laden sein. Also jetzt aber mal ernsthaft, wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt, zum Beispiel du hast das und jenes übersehen, wäre ganz cool, schreibt eine Zeitangabe mit dazu, dann weiß ich leichter, was ihr meint oder wo das ist. Gilt natürlich auch bei Kevin, der tut sich da sicherlich dann auch etwas leichter. Es ist eine Stadt, es ist eine Stadt, es ist eine Stadt. Juhu, wir haben eine Stadt gefunden. Oh fuck, und meine Stamina ist am Boden. Ja, die soll Syllabar aufladen. Weil hier kannst du öfters mal schnell rennen. Ich laufe jetzt aber einfach mal, um zu gucken, wie groß er ist, hier ein bisschen rum. Also, warte jetzt nicht groß auf dich. Ja, ich würde aber vielleicht dann überlegen am Ende, Kevin, bevor wir diese Stadt wirklich looten, dass wir mal kurz testen oder checken, wie weit das die weg ist, genau von unserem eigentlichen Standort. Ja, können wir gerne machen. Denn dann können wir uns für eine Loot-Tour hierher wirklich mal richtig vorbereiten, wenn unsere Basis selbst fertig ist. Ja, ich will halt hauptsächlich gucken, ob hier irgendwo ein Toolladen ist oder so. Dass wir halt einfach Material finden. Ja, natürlich. Beziehungsweise die ganzen Autos schon mal looten. Also hier gibt es auf jeden Aber. Fall einiges. Ja, definitiv. Da Und vorne ist irgendein Laden. Ich check das mal. ja, ich sehe dich, ich bin auf dem Weg zu dir. Ja. Also zwischendurch mache ich mal wieder ein bisschen langsamer, um Stamina wieder etwas
hochzubringen. Wir müssen hier lang. Warte mal, ich will mal schnell was anderes gucken. Also von hier aus haben wir 1,7 Kilometer. Okay. Das ist zu machen. Wenn wir früh um 4 gleich aufbrechen, sind wir ziemlich schnell hier. Wenn wir querfeld einlaufen, mit Essen und Getränke ausgerüstet sind, dann würde ich auch ein bisschen Material mitnehmen, um uns in irgendeinem Haus in der Nacht zu verschanzen. Ja. Das wäre, denke ich, ganz von Vorteil. Auf jeden Fall. Ich finde immer noch kein Loot in den Autos. Das stört mich. Das ist ganz komisch. So, was? Surprise, surprise, was ist es? Ich hoffe auf einen Toolladen, Waffenladen oder Bücherladen. Hier ist ein Zombie Born and Noble. Toolladen, rein da. Jo, ich klopp mal ein Fenster auf. Ah ne, Bücherladen, Bücherladen, Bücherladen. Wie auch immer, ich wollte ein Fenster aufkloppen, aber hier ist ein Zombie. Na, ja, ich bin schon drinnen. Wie, du bist schon drin? Ich bin schon drinnen. Wie bist du da jetzt rein? Durch ein Fenster. Ist da ein Fenster komplett offen? Ach, hier drüben. Ja. Pistolbock. Hier sind echt wenig. Wir müssen unbedingt den Server überprüfen. Sag ich dir so, wie es ist. So wenig Bücher, wie hier drinnen sind. Das ist nicht normal. Kümmerst du dich mal um die Zombies draußen, bitte? Jo. Wärst du so lieb? Jo. Dass ich hier in Ruhe mal das Ganze. Ich kann jetzt hier Shotgun und Shotgun-Muni bauen. Das ist ja schon mal echt was, was uns weiterhilft, würde ich sagen. Weil so wenig Bücher, wie hier drin sind, das ist nicht normal. Ich loote jetzt auch bloß vorne, ich gehe gar nicht hinter ins Lager oder so. Ja. Boah. Weil das müssen wir erst wieder aufklappen. Dachte, der wäre down, jetzt krieg ich schon einen Stunt-Bonus und dann steht er wieder auf. Ach Gott, da kommt noch ein Krabbler. Aber das oh, da ist noch so einer! Kommst du klar draußen oder soll ich helfen? Noch geht's. Aber ich hab nur. Nee, es geht nichts mehr, ich hab nur noch einen Pfeil. Gut. Das war mein letzter, ich brauch die hier. Dass ich Pfeile craften kann. Jo. Dann. Komm ich raus. Vorausgesetzt, ich hab genug Material dafür. Die sind hier bei mir, die beiden. So, down. Den nächsten nehme ich auch noch. Kannst du ruhig craften. Ja, ich bin schon dabei. Ich überlege bloß gerade oder schaue bloß gerade, was ich brauche. Ich brauche etwas Holz. Ich habe auch schon gutes Zeug gelernt. Sniper-Muni, Shotgun-Muni. Vorsicht hinter dir. Ja, hab's gerade gesehen. Da vorne ist aber, glaube ich, noch ein Laden. Ja. Können wir dann gucken, das ist echt nice hier. Also die aber Läden würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wobei ich wirklich am überlegen bin, ob wir nicht erst zurückkehren wollen. Airdrop. Und scheiße, ich bin stunned. Ich bin stunned. Kevin. Burn weg. Oh. Das war nochmal Glück. Sie ist tot. Oh, mein Bogen ist auch schon wieder ziemlich am Ende. Essen. Zweimal. Da kommt schon wieder ein Zombie. Ja. Gott ist down. Ja, also wie gesagt, ich würde wirklich überlegen, ob wir nicht erst zurückgehen, unsere Basis weit sauber machen oder fertig machen und dann hierher zurückkehren. Wir haben es ja jetzt auf der Map, um uns wirklich da 1, 2, 3 Tage wirklich Zeit zu nehmen zum Looten. Denn, du musst überlegen, wir haben Tag 16, es wird nicht mehr... Ach du großer Gott, ich muss essen, trinken. Essen habe ich. Ja, ich habe auch ein kleines bisschen was wieder. Wer jetzt gedacht, Katzenfutter.
So, ich halte hier draußen mal die Stellung. Ja, mach das mal. Weil hier, sagen wir mal, ist es mit einem Tag sicherlich nicht getan. Da sollten wir uns überlegen, wo werden wir uns dann für die Nacht einrichten und so weiter und so fort. Um da einigermaßen safe zu sein. Und das sollten wir nicht gerade dann tun, wenn eine Horde oder eine Hundehorde kommt. Ja, das Allerdings stimmt sollten wir bis allerdings. zur nächsten Hundehorde bzw. auch Zombiehorde so weit sein, dass wir in unseren, ja, vier Wänden da auch sicher sind. Deswegen denke ich, wäre es ganz, ganz geschickt, wenn wir zurückkehren würden erst einmal. Ja, können wir gerne tun. Guck halt noch, wen essen gerade. Naja, Kühlschrank und so ist. Genau, also von hier aus, von dieser Stelle haben wir 1,8 Kilometer. Ein bisschen mehr südöstlich in dieser Stadt ist noch ein Laden. Also hier gibt es auf jeden Fall einiges für uns zu Ja, holen. ich würde auf jeden Fall mal gucken, was es für ein Laden Ja, ist. dann laufe ich doch einfach schon mal in diese Richtung Ne, davor. ich bin auch draußen. Ich komme mit. Ja, da vorne ist noch ein Laden. Denn wir haben bereits schon wieder 14 Uhr. Und daneben, ich weiß nicht, ob das noch ein Laden war. Da sind Doch, das sind zwei Läden zwei. nebeneinander. Ist das geil. Ein Pillenladen und ein Foodladen. Ja, und davor läuft gerade ein Zombie spazieren. Und eine Fabrik. Also hier sollten wir auf jeden Fall uns einen Tag nehmen. Definitiv. Schrei nicht so rum. So, Jar of Honey. Ja, das ist gut, wenn du infiziert bist. Das würde ich vorher aber auch nicht benutzen. Und ein Bier. Ein Bier ist gut für zurück. Das nehmen wir dann einfach und. Ja, also hier ist eine Fabrik und daneben ist noch etwas. Das gucke ich mir mal kurz an. Also es gibt hier einiges und wir könnten es jetzt gar nicht mal alles mitnehmen, muss man dazu sagen. Nee, könnten wir auch nicht. Ich loote jetzt mal außenrum um diesen Ein Supermarkt. Waffenladen. Ein Waffenladen. Sehr schön. Definitiv. Dann würde ich sagen, wir gucken in den Autos, ist kein Loot. Was ist hier los? Das ist wirklich ganz, ganz komisch. Also wir werden den Surfer auf jeden Fall nochmal überprüfen. Da werden wir uns nochmal, das werden wir uns nochmal anschauen. Definitiv, beziehungsweise die Lootrate vielleicht sogar ein Stückchen hochsetzen, weil das ist ja abnormal. Ich habe hier in der Stadt jetzt schon alleine den Dinger gelootet und da ist nix. Ich hatte jetzt ein Auto Kaffee. Das war's. Das ist komisch. Na gut. Dann würde ich sagen, Kevin, wir sammeln uns Ja, hier ist noch ein Raum. und nehmen uns die Stadt in einer der nächsten Folgen vor, auf jeden Fall. Zerstörtes Gebiet. Working Tool Laden. Das ist ein Jackpot, die Stadt. Hier hast du echt alles. Du hast einen Pillenladen, du hast einen Shotgun Store, du hast einen Bücherladen. Du hast eine große Bücherei scheinbar, wenn ich das richtig sehe. Das ist echt Gold wert, diese Stadt. Also haben wir mit der Wahl unseres Camps, nenne ich es mal, waren wir gar nicht so verkehrt gelegen. Nein. Wie gesagt, von Ich der höre doch Stelle das aus, ich Sagen. zeig's nochmal, 2 Kilometer. Zurück. Ja. Bis dahin müsste die Folge soweit sein, dass wir überprüfen können wegen Loot. Genau. Respawn. Dann treffen wir uns jetzt hier. Wo hier? Ich bin an dem Essensladen. Gut, dann komme ich zu dir. Und dann machen wir einfach querfeldein. Beziehungsweise wir müssen in Richtung Norden. Weil das ist halt echt komisch. Wir haben hier halt echt kaum Loot. Und eher möchte ich eigentlich nicht in den Shotgun Store beziehungsweise den Working Tool Laden oder die Fabrik möchte ich eigentlich nicht rein, ohne dass das mit dem Blut überprüft ist. Genau, und dann werden wir es so machen, dass wir dann, wenn wir zurück sind, in den nächsten Folgen erstmal noch unsere Base fertig machen, also von außen rum zumindest, dass wir da gesichert sind. Und dann werden wir zurückkehren. Ah ne, ich bin in dem Bücherladen gerade. Komm mal davor, bitte. Okay, da wo wir vorhin waren, als Ja, erstes. ich gucke nämlich gerade noch die Autos durch. Vielleicht finde ich da noch eine Batterie oder so.
Ein Kühlergrill, was will ich damit? Na gut. Ach, da bist du. Komm gerade hinter dir. Wir können eigentlich da Kerzen gerade durchlaufen. Ab durch die Wiese, wir laufen querfeldein. Und wir haben noch nicht mal alles aufgedeckt. Von der Stadt, also da ist auf jeden Fall noch Potenzial dahinter. Richtig, ganz genau. Na gut, also damit habt ihr auch gleich einen kleinen Ausblick auf die nächsten Folgen jetzt nochmal. Das heißt, es Wenn steht. wir aus der Stadt raus sind, Ja. nehmen wir das Bier. Das Bier? Warum? Weil das keine Stamina dann mehr im Rennen verbraucht. Ah, okay. Quasi können wir durchrennen. Für wie lange? Bis der Buff aufhört. Also sollten wir eigentlich fast komplett schaffen, die Strecke. Okay, mal meine Stamina ist nämlich schon bei null. Ja, Und ich ne, höre ich hier schon würde wieder einen jetzt hier Zombie noch. ganz in der Nähe. Na, der ist hinter uns. Ich würde nämlich hier kurz irgendwo ein kurzes Päuschen machen, dann Bier unten in eine Leiste und dann direkt weiter. Ach, ich habe ja kein Bier. Shit. Hast du Gut, nicht hat sich dabei? erledigt. Ne. Das habe ich wohl irgendwo liegen gelassen. Shit. Na gut, okay, dann so zurück. Jo, dann werde ich meins auch nicht konsumieren. Ja, die Frage ist halt, wollen wir jagen unterwegs, weil ich würde das dann fast eher kurz vor unserem Zuhause anfangen mit Ja, jagen. ja, ja. Wir Weil können ich auch habe hier eh quer gerade rüber. keinen Inventarplatz. Ja. Also Kevin, ich laufe hier gerade quer durch. Ich habe dich auch irgendwie verloren. Ja, ich laufe einfach querfeldein Richtung nach Hause. Okay, ich laufe gerade querfeldein direkt auf Zombies zu und meine Stamina ist ziemlich im Eimer. Während mir die Zombies am Hintern hängen. Das ist nicht so toll. Ja, wie gesagt, vielleicht findest du unterwegs so ein paar Vogelnester. Ach, siehst du, danach habe ich jetzt auch nicht geguckt. Bin ich gut. Ne, aber das ist eine Goldgrube. Du findest halt kaum Loot, wir müssen den Loot hochstellen. Komme, was wolle. Das ist abnormal, wie wenig Loot hier ist. Ich sag mal so, für uns zwei reicht's, aber gerade wenn wir so einen Jackpot finden in der Nähe, wäre das nicht zu verzeihen, wenn wir jetzt den Loot so lassen und dann vielleicht in dem Shotgun-Store ein Teil finden. Ja, also wir werden das auf jeden Fall überprüfen, wie die Einstellung da ist, ob sich da was verändert hat. Also man muss dazu sagen, wir haben es jetzt nicht übermäßig hochgestellt, wir haben es aber jetzt auch nicht extrem niedrig gestellt, sondern eigentlich haben uns daran ein bisschen orientiert, wie es auf anderen Servern oder auf den meisten Servern eigentlich auch ist. Ja, irgendwas hat sich da, entweder hat sich da tatsächlich irgendwas verändert, Könnte was sein durchs letzte Update. das ist durchaus möglich, dass sich da irgendwas getan hat. Und wir das gar nicht mitbekommen haben, eben auch die Zombies extrem hochgestellt sind. Also das war so jetzt eigentlich vorher nicht, beziehungsweise nicht so ja, extrem eingestellt, muss man sagen. Jetzt nicht wegen der Horde, sondern wegen den Zombies, die jetzt hier aktuell sind. Ja, Na, nichtsdestotrotz. hier nach Vogelnestern kann ich hier jetzt nicht gucken. Weil ich renne hier immer weiter in den nächsten Haufen Zombieren. Ja, bei mir, ich habe jetzt zwei Stück gerade gefunden. Zwei Vogelnester zwischendurch. Oder ist noch ein drittes? Beziehungsweise wird es ja auch fast dunkel, da sollte man eher zusehen, dass man nach Hause kommt. Jo. Würde ich sagen. Ja. Na, ich habe jetzt noch mal drei Nester gerade. Also ich habe knappe 40 Federn jetzt mit dabei. Seit natürlich noch Zeit da sind und ich bin fast zu Hause, dann gucke ich da natürlich. Ein bisschen habe ich noch. Na, du bist nicht weit weg von mir. Du bist ein Stückchen links. Also du müsstest nach rechts laufen, ein Stück. Wir sind hinauf, eher noch höher. Okay, na ich laufe, ich habe es eigentlich genau so, dass ich unser Zuhause ja, geradeaus vor mir habe, beziehungsweise kommt jetzt so ein kleiner See. Ja, da Ja. läuft ein Schwein. Bin auch am See. Du bist doch hier. Du bist doch da bei mir. Will ich doch rennen. Ja, ich höre einen Zombie, verdammt, jetzt wollte ich das Schwein gerade mir schnappen, aber ja. Wow! Da ist ein Zombie. Kommst klar? Da oben? Ja, ich muss gerade Stamina kurz laden, aber es geht. Dann verpiesle ich mich. Richte nach Hause, gucke, ob ich noch irgendwo ein Vieh finde.
Wobei, es hätten wir erstmal, dass wir am nächsten Tag jagen gehen können. Also Ja, das es wäre ist jetzt nicht jetzt das Problem. nicht zwingend. Genau. Ich würde einfach sagen, die letzten paar Meter, wir haben es fast geschafft, dass wir hier ein kleines Folgenpoising machen. An dieser Stelle. Ja. Und in der nächsten Folge dann oder in den nächsten Folgen, ihr wisst, was auf euch zukommt. Ungefähr. Pläne ändern sich, das wisst ihr auch mittlerweile hier. Aber ich denke, wir werden das so einigermaßen hinbekommen, wie wir es gesagt haben. Sprich, Base sichern und dann ein bisschen jagen, beziehungsweise dann eben auch die Stadt erkunden. In diesem Sinne, Definitiv. Bis dahin. genau, macht's gut. Daumen nach oben nicht vergessen. So ist es. Jo, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich auch Tschüssi. beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.